Er hat sich auf das Defensivspiel konzentriert und hat damals, waren ja in Österreich im Vergleich zu jetzt viel weniger Ausländer. Wurscht, oder sagen wir das? Ja, der Lacker. Es waren viel weniger Ausländer und. Alles für die Fisch. 90%, 95% der Zuschauer, die in das Stadion gehen heutzutage, die merken da nicht, ob da 14 Ausländer mal dumm fahren oder 7 Ausländer. Ja? Da soll unten Eishockey gespielt werden, am besten mit eigenen Spielern, mit denen man sich identifizieren kann. Und nicht mit Ausländern, die 2 Jahre später schon gar nicht mehr wissen, dass sie jemals da waren. Das braucht keiner. Die schauen halt die Spieler, die wollen einen Kampf sehen, die wollen Tore sehen, die wollen einen Körpereinsatz sehen. Das ist 13 Kanadier sein oder 13 Österreicher. Ich glaube, den Leistungsunterschied, den sieht man ja nicht so. Also man kennt sich total aus und sieht jetzt den Spielzug, aber es interessiert kein Schwein. Oder? Und jetzt im Moment wird nach Jugend geschrien, die Alten sind nichts mehr wert und die Jungen müssen spielen. Ja, warum denn? Du bringst diese Ausländer aus Amerika oder Kanada oder Czech oder egal welches Land, und gibst nicht so viel Geld und das Niveau ist nicht so hoch. So warum gibst du nicht das Geld für einen Österreicher in diesem Land, you know? Das hat auch nichts mit der Punktregelung zu tun oder mit zu vielen Ausländern. Wenn von unten auf gute Österreicher kommen würden, würden die auch spielen. Ich kann überhaupt nichts vergleichen. Was machen da und was wir haben gemacht, das ist der war schrecklich. Das kannst du nicht vergleichen. Das, da habe ich überhaupt nie irgendwo gesehen, wo, wie trainieren das. Ich war ja brutal beieinander. Also ich war Also mein Bestes war, glaube ich, 150 Kilo Bank drucken. Das war halt damals so, das war halt, du musst, je mehr du druckst, umso besser bist du, hat es damals geheißen. Also komplett deppert alles. Ich war immer schon so einer, der im Hintergrund steht. Ich finde, für die Medien, für mich ist es gut, wenn sie über mich berichten, für meine Mutter, für die Großmutter, weil die sieht mich fast nie. Und jedes Mal, wenn irgendwas in der Zeitung steht, dann freut sie sich halt. Also deswegen taugt mir das. Überlegt habe ich noch nicht viel drüber, ich wollte dann Autos gekauft und so, aber deswegen habe ich einen Finanzberater, der was mir das halt ein bisschen schlauer anlegt und schaut, dass ich nachher ausgesagt habe und nicht gleich alles beim Fenster raus.